Köln am Rhein in den 1960er Jahren. So sieht eine Ankunft in der Metropole des Rheinlands heute aus. Mit einer unübersehbaren Landmarke als Kontrapunkt zur alles dominierenden Kathedrale, die Severinsbrücke. Mit ihrem neuartigen Look katapultiert sie das Stadtpanorama in eine neue Epoche. Als weltweit erste Brücke ihrer Art symbolisiert sie Zukunft, technischen Fortschritt, Modernität im Denken und ein neues Selbstbewusstsein. Kaum ein anderes Bauwerk als diese Verbindung über den Rhein symbolisiert das, was nun vor uns liegt. Das neue Köln. Futuristisch anmutende Auf- und Abfahrten saugen täglich Zehntausende Fahrzeuge wie einen unablässig strömenden Blutkreislauf direkt in das Herz der Stadt oder stoßen sie wieder aus. Dazu gehören breite Schneisen, die quer durch die Stadt geschlagen werden und alte Wohnviertel unter sich begraben. Zumeist gesäumt von einem Spalier aus kastenförmigen Hochbauten, oft reduziert auf die Funktion, die sie erfüllen oder erfüllen sollen. Der Umbau zur autogerechten Stadt wäre aber auch ohne Krieg und Zerstörung gekommen, sogar noch früher. Doch jetzt, als die Pläne Wirklichkeit werden, spürt jeder die Dramatik der Veränderung. Allein schon wegen des ständigen Grundrauschens. Wo man auch hinschaut, links und rechts des Rheins, der fahrbare Untersatz hat alles im Griff. 300 Kilometer neue Straßen entstehen allein Anfang der 60er Jahre. Großprojekte wie die Nord-Süd-Fahrt, der U-Bahn-Bau und die Domumgebung fallen auch alle in die 60er. Da zeigt sich die Stadt quasi mit offenem Brustkorb. Die drastischen Umwälzungen sollen Köln aus dem Verkehrschaos führen. Selbst Alter Markt und Dom sind nur noch Inseln in einer unaufhaltsamen Blechlawine. Und trotzdem ist das Köln der 60er weit mehr als nur Städtebau und Verkehr. Es ist vor allem das Köln der Jugend. Jeder dritte Einwohner ist jünger als 20 Jahre. Und die 60er werden ein Jahrzehnt der Partys. Zuerst noch Rock'n'Roll. Dann kommt die Beatmusik. Es gibt die ersten Diskotheken und die Hippie-Bewegung wird bekannt. I won't be there, I won't be there. Viele finden in der Popkultur ein Stück Freiheit und fordern auch immer selbstbewusster Veränderungen in der Politik ein. Beruflich müssen sich die wenigsten Sorgen machen. Fahrzeugbau. Kölns Wirtschaft brummt und sucht händeringend Arbeitskräfte. Chemische Betriebe. Ob in Industrie, Dienstleistungen, Medien, Verwaltung oder Handel. Kölner Börse. Köln zählt zu den vielfältigsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Standorten in Europa, mit Verbindungen in alle Welt. Auch die Stadt selbst wird zunehmend internationaler. Köln alive. Auf der Bühne der großen Politik sind die 60er für Köln die Zeit der Staatsbesuche, die regelmäßig Zehntausende Schaulustige in ihren Bann ziehen. Im großen Sport ist Köln mehrfach die Stadt des besten deutschen Fußballclubs. Und des mutigsten Boxers. Im Karneval und kölscher Kultur mit eigenen Stars, stets unangefochten und doch populärer denn je. In der Metropole des Karnevals. Der kölsche Tonfall ist quick lebendig. Das ist die alte Apostelkirche, im Volksmund der Apostelsklotz genannt, weil sie auf dem Turm eine Kugel um Kölschener Klotz hält. Nach wie vor, nicht nur wegen des Domes, ist Köln Deutschlands Hauptstadt der katholischen Kirche. Aber zugleich auch, unwidersprochen, Deutschlands Hauptstadt des Rotlichtmilieus. Und kommst du dann in unsere Straße, du Arsch? Und der Ganoven.
Die höchste Kriminalitätsrate bringt Köln den Spitznamen Chicago am Rhein ein und ist der Aufhänger für den Kölner Kinoskandal des Jahrzehnts. Raubüberfall auf 50 Skatspieler, 4000 Mark Beute. Für die meisten Kölner ist das alles normal, das Stadtgefängnis mitten in der Stadt. Die 60er sind eine Zeit der Gegensätze. Eine bunte Mixtur aus gestern, heute und morgen. Wagen wir eine Filmreise in das Köln der 60er Jahre.